Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Whispered World in einer neuen Aufnahme. Und jetzt muss ich mich aber erstmal wieder orientieren, was wir alles hatten. Wir hatten zusammengeklebte Schildkröten, eine Karte, eine Bärenkralle, eine Schaufel sowieso, einen formschönen Kompass, ein Knickebein aka Kesha und auch eine Schatulle. Ja, das ist ja schon mal schön, das hilft uns auf jeden Fall schon mal weiter. Und ich erinnere mich, hatten wir nicht auch den Stein gekriegt von dem Typen? Ach hier, Flüsterstein, da ist er ja. So sieht der aus. Der sieht aus wie Kalgon. Oder wie ein Waschmitteltab oder irgendwas. Natürlich irgendwas besonders Mächtiges. Auf jeden Fall mit einem lustigen Leuchtekranz und wir schauen uns den einfach mal an. Was soll an diesem Ding denn bitte so besonders sein? Er flüstert. Und er ist ein Stein. So, außerdem muss nicht immer alles besonders sein, lieber Sedgwick, das weißt auch du. Das Besondere liegt manchmal in der Unscheinbarkeit der Dinge oder auch der Menschen. Nur manchmal müssen wir ein wenig genauer hinsehen, um vielleicht die Feinheiten zu erkennen. So, wir wollen mit dem Flüsterstein, wo war denn das? An den Ruinen, ne? Na, gehen wir da mal hin und gucken mal ganz kurz, ob wir den Flüsterstein nicht in das Loch der Statue schieben können. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der Flüsterstein dann weg ist, weil wie kriegen wir den wieder raus? Den müsste man wie ein köstliches Reisbällchen mit einer Geräte durchbohren. Nein, ich habe versprochen, gut darauf aufzupassen. Ich werde beweisen, dass man sich auf mich verlassen kann. Das wird doch sowieso nichts, Hedwig. Das weißt du doch, hm? Guck mal hier, Loch. Und da schmeißt den Flüsterstein rein und schon ist er weg. Ha, wusste ich doch. Er passt. Oh-oh. Hey, was ist das? Ein Erdbeben? Oh. Nein, was? Aus! Nicht Spot! Spot! Was? Was hast du nur getan? Oje, oje, das sollte ich lieber Bobby beichten. Hm? Was? Was war das? Es hörte sich an wie ein Adler und war das Erdbeben für eine harmlose Türöffnung nicht vielleicht ein wenig, ich weiß nicht, vielleicht ein wenig zu übertrieben? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich guck mal ganz kurz, ob ich mit der Schaufel eventuell die Büsche kaputt schlagen kann. Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht. Auch mit der Schaufel geht das, wenn man nur will. So, eine Heckenschere haben wir natürlich nicht dabei. Mit einer Grete können wir uns da ewig dumm und dämlich sägen. Wir gehen mal wieder zusammen, zurück. Spot hat auf jeden Fall den Flüsterstein gerettet. Und ganz ehrlich, der wäre hier runtergekullert. Das haben wir doch alle gesehen. Der Spot ist der Held des Tages, Junge. So, und wir müssen auf jeden Fall schnell nochmal zurück zum Zirkus erstmal, bevor wir zu Benny gehen. Hieß der Benny? Hier zu dem Typen da, ne? Weißt du schon. Wieso ist denn hier Strom drin? Ich meine, da ist eine Kerze, hier ist ein Ofen, hier läuft doch nichts mit Elektrizität. Warum ist da Strom? Ich verstehe das nicht. Rohre. Du Rohre. Wo kommen denn diese Rohre her? Und was sind das für seltsame Funken? Das kann doch gar nicht sein. Ich... Kopfschmerzen. Verdammt, das... Au! Au! Aua! Verdammt! Es ist doch immer dasselbe mit dem Jungen. Au. Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Irgendwas. Die Rohre passen einfach nicht hier rein. Irgendwas ist merkwürdig. Elektrizitätsrohre? Ich meine, die haben keine Stecker, die haben keinen Strom hier. Wo kommen die Rohre her? Guck mal, das sind die Wohnwagen, die im Intro rumgedümpelt sind und die haben ja auch keine Stecker oder Steckverbindungen, die haben gar nichts hier oben, keine Masten, nix. Die haben keinen Strom. Wo kommt der Strom her? Irgendwas ist merkwürdig. Komm, Spot, du gehst mal weg. Da liegt noch die Mütze, die wollte ich mir nochmal mitnehmen, wenn es geht. Sehr gut.
El Mützello. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Die Ersatzschlaffspitzmütze? Okay, wir haben die Mütze dabei. Die Rohre, können wir mit denen irgendwas machen? Ich habe beschlossen, sie zu ignorieren. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Vielleicht mal mit ihnen reden? Ich glaube nicht, dass sie Antworten parat haben. Dafür werfen sie aber viele unbequeme Fragen auf. Ich will es gar nicht wissen. Ich würde es schon gern wissen. Aber ich habe Angst vor der Antwort. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Hast du recht. Dreht der Kompass durch, wo man ihn dranhält? Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Okay, das heißt, wir können auch nichts damit machen. Nicht mal die allgegenwärtige Bärenpfote hilft uns hier weiter. Wahrscheinlich gibt's da später noch irgendwas. Haben die beiden denn irgendwas mitbekommen vom Erdbeben? Das ist natürlich auch noch eine Frage. Lieber Ben. Er ist natürlich Ben, nicht der andere. Entschuldigung. Hallo Ben. Worum geht's denn diesmal? Ja, sieh an. Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob, mir sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt? Oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha, mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Atheist. Ich habe niemals Angst. Oder du bist abgestumpft. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Würgemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Aber Tiger haben Krallen. Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh, die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Ach, der feine Herr Ben hat natürlich vor gar nichts Angst. Und eventuell vor Spinnen? Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Puh, die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Scharfe Zähne haben auch Tiger übrigens. Es läuft alles auf die Tiger hinaus. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Die Askil sind grauenvolle Monster mit spitzen Fingernägeln oder mit scharfen Krallen oder mit riesigen Tentakeln. Und außerdem haben wir auch noch nie einen gesehen. Spitze Fingernägel mit scharfen Krallen. Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Außerdem haben sie zwei Köpfe auf jeden Fall. Spitze Stacheln, 11 Augen, ist alles egal, aber sie haben zwei Köpfe. Gruselig. Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Entschuldigung, hatte gerade einen Askil verschluckt. So, das Schlimmste sind aber auf jeden Fall nicht das spitze Horn auf der Stirn, hat so ein bisschen Einhorn-Flair, das geht noch. Der faulige Gestank, da hebe ich einen Arm, da komme ich mit klar. Aber das hier, die scharfen Zähne, sorry, da ist Dr. Bests Albtraum. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Diese Askil scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Na, endlich haben wir den klein gekriegt. Jetzt frage ich mich natürlich nur, wie sehen die Askil wirklich aus? Wir haben ja eigentlich noch gar keinen gesehen. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Naja, außer vielleicht vor diesen Askil. Boah, diese schrecklichen zweiköpfigen Ungetüme mit ihren scharfen Zähnen und ihren grauenvollen Krallen. Mir wird ganz anders, wenn ich nur an sie denke. Boah. Das Lustige ist, dass der Ben dadurch ein bisschen menschlicher geworden ist, dass er tatsächlich mal was von sich preisgibt, außer Hohn und Spott. Ja gut, etwas zu tun. Ich verabschiede mich erstmal, dann fragen wir den Opa. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown.
Ich muss zugeben, in diesem Bildschirm dachte ich übrigens immer zuerst, dass der Opa so schnarcht. Hallo, Opa. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ja, der Hut ist schrecklich. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Ein bisschen was, ich kann gar nichts mehr tragen, wie es aussieht. Weißt du was? Ja, ich wirke zwar noch immer sehr klein im Kopf. Okay, tschüss. Bis später. Kopf hoch, Ben. Jo, mach ich. Okay, Erdbeben haben wir hier vernommen. Jetzt schleichen wir uns mal wieder zurück. Zu dem lustigen Herrn am Ufer. Der weg ist. Bobby? Bobby! Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oje, das ist alles meine Schuld. Das glaube ich keine Minute. Ich glaube eher, der Bobby hat versucht, sich einen Schnürsenkel zuzumachen oder irgendwas. Da liegt ein Messer. Oh oh, die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Hatte der Bobby nicht ein Messer am Stiefel? War mir nicht so. Ich verzichte mal auf den Zungentest. Ich glaube auch so, dass es scharf ist. So, nehmen wir mal mit. Zack. Und hier haben wir noch Bomben. Bitte was? Oh oh, die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Bomben? Das passt überhaupt nicht hierher. Bomben, nicht Plomben. Ach so, habe ich gerade falsch verstanden. Ich dachte, vielleicht wären das irgendwie Eisbomben oder so. Vielleicht können wir im See eine Arschbombe machen. Was machen wir denn mit den Bomben? Ich meine, wieso haben wir Ich weiß, was wir mit den Bomben machen können. Oder mit dem Messer. Komme ich da vielleicht, vielleicht hilft es uns. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich würde gerne nochmal zu den Ruinen in die Höhle gehen. Nein, falsch. Das war die falsche Höhle. Ich wollte eigentlich mit dem Messer können wir vielleicht die Büsche trimmen, aber da war auch eine Heckenschere. Ich wollte nochmal ganz kurz in diese Höhle hier. Ich nehme mal die Abkürzung gerade mit dem Doppelklick. Kann ich hier die Bomben werfen? Na also. Hier vielleicht ins Spinnennetz? Die Idee ist nicht schlecht. Aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Ja, vor allen Dingen bei den ganzen Anusgasen hier drin. Da nehmen wir vielleicht mal das Messer. Mal sehen. Komm schon, yeah. Ja. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Es waren Bomben und ein schönes Messer und komm mit beidem hier nicht durch, verdammt. Kescha, Grete, ich kann ich... Ich kenne weniger Gefährten. Okay, ich... Alter, dieses Rumgefurze hier. Das Totem, können wir damit noch irgendwas machen? Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Also wenn wir mit dem Messer das Spinnennetz nicht wegschneiden können, probieren wir es dann doch nochmal bei den Ruinen. Eigentlich brauchen wir eine Heckenschere, aber vielleicht kommen wir mit den Bomben durch oder mit dem Messer. Versuch macht klug. Bomben. Bomben. Busch. Bomben auf Busch. Das würde vielleicht sogar funktionieren, aber die Bomben haben keine Zündschnur. Das ist ja sehr beruhigend. Okay. Bomben auf Busch fand ich gerade lustig. Okay, Messer. Na dann mal los. Na? Ah. Ach, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Ja, da bin ich mal gespannt. Kommen wir da jetzt schon? Ja, wir kommen jetzt schon durch. Ach, super. Spotify. Da hinten auf den anderen Fels kam man da nicht. Hätte man nicht einfach rüberlatschen können? Komm schon, Spot, nicht trödeln. Oh, der Spot ist so süß. Der ist so süß. Kommt der? Da hätten wir doch einfach rübergehen können von. Ich meine. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Sprechende Steine? Guten Tag. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja,
Ich bin Ralf und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Nee, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Jep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Das ist so blöd. Aber offenbar hat man vergessen, dass es zwei Brüder sind. Und zwei Brüder geteilte zwei Brüder sind jeweils ein Bruder. Kein halber, nicht zwei halbe. Zwei halbe Brüder wären ein Bruder. Wahrscheinlich Ober- und Unterseite. So, auf jeden Fall, ich könnte euch ja mal ins Wasser werfen. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen! Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine! Wir brauchen keine Hilfe! Aber Ralf! Der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen und dabei bleibt es. Ach, die sind lustig. Und der Ralf erinnert mich so ein bisschen an Bernd das Brot. So, Ralf der Stein. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Es kommt nie wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Ja, aber hier kommen ja nicht besonders oft Leute vorbei. Da habt ihr nicht besonders Auswahl. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Ja, aber fürwahr, muss man Cedric zugutehalten, hat er recht. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Ich wollte gerade sagen, mit eiserner Faust geht ja nicht. Na gut. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Shana ist auf jeden Fall ein mystisches Schlangenwesen, das weiß man doch. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Hm? Interessant. Hm. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht.
Das sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Ich würde eigentlich sagen, es... Oh mein Gott, 9-11. Oh mein Gott. Ich würde natürlich sagen, es sind eigentlich 9. Ich glaube, dem Rechten, dem Ingo, glaube ich irgendwie mehr, weil er so naiv die Antworten gibt. Aber jetzt machen wir mal einfach. Elf. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Die Al-Qaida wohnen in Höhlen, das weiß man doch. In einer Höhle. Ha! Du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Verdammt. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Wie legt sich denn ein Stein eine Termitenfarm an? Ich meine, der kommt ja nicht besonders weit und hat auch, ich sage mal, eine ausgesprochen geringe Anzahl an Armen, um sich irgendwie eine Farm zurechtzubasteln. Geschweige denn die verschwindend geringe Anzahl an Beinen, um damit rumzulaufen oder von irgendwo Termiten zu holen. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Können wir dem Typen nicht mal, dem Linken, können wir dem nicht einfach mal, dem Ralf, können wir dem nicht mal eine Tüte über den Kopf legen oder irgendwas oder einen Hut aufsetzen, sodass er gar nichts mehr sieht? Ach ja, übrigens... Obwohl, ich bin kein Grünschnabel, da fängt die Fragerunde wieder an. Genug von euren Spinnereien. Spinnereien? Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Schon gar nicht von so einem Grünschnabel. Okay, das, ach ja, hier. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Vielleicht muss man durch die Tür durchgehen, aber die Tür sieht mir... Also ich habe gerade so ein bisschen an Monster AG gedacht, aber ganz ehrlich, die Tür sieht auch nicht mehr so im Schuss aus. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Natürlich nicht. Ja, da kommen wir sowieso nicht lang. Tür. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Hallo? Jemand da? Hallo? Jemand zu Hause? Nichts. Natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Können wir vielleicht aber durchgehen? Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Da hinten können wir auch nichts machen. Hallo? Wo ist die Leertaste? Da ist die Leertaste. Da geht's nach unten.